Morgus, die Lampe ist tabu. Größte Fitz. Naja, der Morgus hängt da wieder auf der Lampe. Ich kenne das schon. Wahrscheinlich, ja. Ich hänge auf der Lampe und Kev auf Sven, der Rampe. Lampe. Der Wampe. Ey, ich hab dich auch gesehen. Ja und? Den reicht nicht. Ich hab dich geholt. Jetzt haben wir ein Headshot durch die Glastür. Scheiße. Ja, kann die Rolle nie. Dieser Dreckstisch. Ja, du kannst die Rolle nie. Die musst du hier Viereck kämpfen. Wenn du zielst, Viereck. Oh, jetzt. Ich bin da so scheiß Tisch hängen geblieben. Schnitzel! Das hat mir extrem viel Zeit gekostet, sonst wäre ich vielleicht ein bisschen näher dran gewesen. Ich habe dir dein Gesicht demoliert. Henrico, gleich Weg hilft. Respekt. Der hat mich mitgenommen dann noch. Ja. Ja. Wie gesagt, aber wie? Ja, so, ich sonst wäre ich gleich 3R dran gewesen. In dem Moment, wo er wachladen wollte, wollte ich hin. Nee, Kev, hier bist du im Nachteil, weil du die rollen kannst. Du musst ja, ich werde die auch nicht lernen. Das bringt mir nicht. Also, ich kann die nicht. Hoch, acht an euch. Nee, ich kann sie nicht. Ich kann sie einfach nicht. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Also, Kevin ist nicht fertig. Du zielst und dann. Ich bin nicht angepisst, alles gut. Ich kann sie einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich krieg's nicht hin. Bin einfach unfähig dafür, für diese Rolle. Ich kann drei Dings drücken, dann springt der bei mir. War, wie gesagt, alles gut. Ach nö, ich bin eine Eingangshalle. Ja, klar, wird auf mich geschossen. Nein. Bleib jedes Mal an irgendwas hängen. Der Morgus ist gar nicht wieder auf irgendeiner Lampe. Nee. Au! Kev, mir wurde körperlich Gewalt angetan. Ich bin tot. Ist doch schön, wenn du als Mann spielst. Wo ist Enrico? Such, Markus, such. Nein! Und damit hat Enrico gewonnen. Mhm. Oh, heilige Scheiße. Wir sind ja noch zwei Spiele. Da ist er noch kurz aufgeräumt. Ne, drei Spiele sind noch. Kann Rico an Sven vorbeiziehen? Wir wissen es. Ich werde beide noch wahrscheinlich an mir vorbeiziehen, so wie das momentan läuft. Wenn jetzt wieder was mit Fahrrad kommt, dann bin ich raus. Ja, müsste eigentlich, weil eben war Motorrad, das ist Fahrrad. Ja, Radrennen. Wieder Motorräder. Das ist wieder Motorräder. Oh, hier gibt es sogar einen Blazer. Ach klar. Morgen ist wieder die Kore.
Nein! Oh, das war so klar. Wo wolltest du denn hin? Das war geil. Nein, dieser Schrei. Ach, der Mast. Ey, was war denn jetzt? Wir waren nichts. Wo muss man den Scheiß zahlen, der jetzt gezählt hat? 2 von 3, okay. Da bin ich auch fast eben runtergefallen, Markus, genau in der Ecke. Ich bin eben die Runde runtergefallen, weil da ein Mast stand. Ja, der Telefonmast, der daneben stand, aber ich hab's da ein bisschen zu weit rausgetragen, da bin ich an den Pöllern hängen geblieben. Boah, jetzt wird gerade ziemlich knapp mit dem Baum. Ich dachte, ich aber neben dem mit. Was halt hin und her, ey. Ja, bitte frei. Wird sich jetzt eh wieder ändern? Nein, ich komme nicht vorbei, mit Zaun. Das war's, jetzt hat's gewonnen. Das war der entscheidende Fehler, dieser Dachszaun. Du hast uns beide aber auch ganz schön rausgeschoben in der Kurve davor. Und wir sind beide einfach gleichzeitig in die Kurve rein. Ne? Da bin ich da halt, ja, alles gut. Ich wollte zurück auf die Strecke, bin außer dem Zaun hängen geblieben, bin nicht vorbeigekommen. Und damit war das Ding gegessen. Langweilig. Ja, aber das hier.
Energie, wer ist denn da pinkeln? Nein, ich schütt fast weg. Er hat dieses Knopf, als wenn man Klotdeckel hoch macht und dann. Das war die Tür, du Plinse. Ja, was hat die da gehört, mein Gott? Das hätten wir jetzt jeder und Kugel teilt.